willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute ja mit einem neuen Unboxing, und zwar mit dem Unboxing für das Elgato Brave 3. Ja, es wird Zeit für ein Mikrofon. Ich sag auch warum. Ganz ehrlich, weil ich möchte meine Qualität verbessern, und dementsprechend habe ich mir gedacht, komm, hol dir jetzt Mic, weil das mit dem Headset ja auch generell hier nicht mehr so überall so richtig funktioniert. Für PC zwar immer noch voll cool, eigentlich bin ich sehr zufrieden mit der Mic-Qualität meines Headsets. Es geht eigentlich, finde ich, voll in Ordnung. Aber ich habe da jetzt Probleme mit dem Stream für Konsolen. Ja, damit ich die richtig streamen kann, brauche ich halt jetzt mal für die PlayStation hauptsächlich mal das Jet-Kabel, weil das ja bei der PlayStation so ein bisschen ja, schwieriger ist, alles aufzunehmen. Bisschen so, was heißt schwieriger? Ich sag mal so, ich brauche das halt überwiegend jetzt auch für die Partys, wenn ich irgendwann mal jetzt mit Leuten zocken werde, damit ich den Audiokram von der Party auch wunderbar übertragen kann. Dementsprechend, ja, damit das richtig funktioniert, brauchst du halt noch dementsprechend zwei Mikrofone. Einmal das eine Mikrofon, in dem Fall das Headset-Mikrofon, werde ich dann weiterhin nehmen. Für die ganzen audioübertragungsmäßige Ding so, für das audiomäßige für die Party. Mein Gott, ich bin schon wieder los des Todes, aber das kennt ihr ja gar nicht. Das kennt ihr ja nicht anders von mir so. Ja. Was wollte ich jetzt sagen? Scheiße. Genau, ich brauche das Mikrofon vom Headset schon für die Party, und dann nochmal, mein Gott, jetzt haben wir ein externes Mikrofon, um dann mit euch quatschen zu können. Um das geloste Gelaber von mir ja, zu hören. Aber gut, ja, ich sag auch mal schon mal, warum habe ich jetzt ausgerechnet dieses Mic von Elgato geholt. Das hatte einen ganz einfachen Grund, weil ich mittlerweile sehr vertraut mit den Elgato Produkten bin. Hier, wie gesagt, meine Game Capture Card ist die Elgato HD60S. Dann das Chatlink Kabel dazu, auch ein Elgato Produkt. Dann ist mein Greenscreen, ein ausfahrbarer Greenscreen, mein Gott. Ja, der ist auch von Elgato, und ich habe das Stream Deck normal, Standard MK1, noch nicht das MK2, aber ist eigentlich scheißegal, würde ich behaupten. Ich wüsste jetzt nicht, dass das mehr Funktionen hat. Das ist, glaube ich, einfach ein bisschen moderner. Wenn nicht, könnt ihr mich gerne verbessern. Ich habe auf jeden Fall noch das Elgato Streaming in der ersten Generation. Und da habe ich gedacht, komm, für das perfekte Ökosystem, das ist ja immer ganz gut, wenn man alles vom einen Hersteller hat. Das würde ich mal behaupten. Ja, für das perfekte Ökosystem halt, habe ich mir jetzt halt auch noch das Mic von Elgato geholt, weil bei Apple zum Beispiel kenne ich es auf jeden Fall, wenn du ein iPhone hast und ein Tablet und ein MacBook, dann holst du dir am besten auch noch AirPods und alles, am besten alles von Apple, dann bist du perfekt dabei. Dann solltest du dir nicht noch eine Galaxy Watch holen, sondern eine Apple Watch, weil das passt uns nicht ins Ökosystem, ist genauso wie wenn man Samsung-Nutzer ist. Macht Sinn, alles von Samsung zu holen. Wegen dem Ökosystem halt. Ja, gut, Leute. Ich labere euch jetzt hier schon jetzt über 4 Minuten mit Intro zu. 4 Minuten 5 ungefähr. Ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Ich hole jetzt mal mein Unboxing-Messer, und dann geht's auch endlich mal los hier mit dem Scheiß-Video. Genau, so sieht's aus. So, Leute, dann haben wir auch schon jetzt mal das Mikrofon. Das Mikrofon, oh mein Gott, Alter, was ist denn wieder los mit mir? Erstmal so eine Backpfeife geben. Okay, so. Ich scheiße jetzt mal hier auf. Wow, das hat ja viel gebracht, das da aufzuschneiden. So. Mein Gott. Schneide ich mal hier rein. Schön.
das gute Stück. Mit. Ja, es sieht wirklich sexy aus. Ja, hier auf der Packung. Ne? Da steht auch irgendwas drauf hier. Mit Software und alles. Bla bla bla. Ja. Machen wir mal auf. Sticker hier aufschneiden. Mic-Test. Und dann checken wir mal, ob das Mikrofon ist. Deswegen, ja, wir sehen uns gleich wieder. Gibt es eine Stoppfunktion noch? Drück dann an, spende einfach mal. So, ich rede jetzt über das Mikrofon so. Ja, aus der Entfernung hier. Ungefähr einen halben Meter. Ich gehe mal einen Meter zurück. Also, ne, auf einen Meter. Das ist jetzt circa ein Meter. Ja, du hörst es an.
Und ja, ich weiß nicht, wie die Soundqualität ist. Ich komme mal ein bisschen näher. Testen wir mal das mal so wie ich das vorhabe zu stellen. Also so zum Beispiel, wenn ich jetzt so rede, denke ich mal, ist die Soundqualität sehr gut. Schlägt zumindest ordentlich aus. Sogar in den roten Bereich. Okay. Das ist jetzt ohne irgendwelche Filter, ohne gar nichts hier. Ich glaube, es gibt ja noch eine Software und so. Muss ich mich später nochmal schlau machen, aber keine Ahnung. Ich glaube, so passt das jetzt erstmal. Ich stelle mal das Mic jetzt mal ein bisschen weg, so, wo ich das ungefähr hinplatzieren würde dann. Weiß ich nicht. Haben wir mal hier so. Ungefähr so. Recht mittig. So. Sagen wir mal so. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie die Soundqualität ist, aber ja. Keine Ahnung. Das werden wir dann mal sehen. Ja. Das werde ich mir dann jetzt gleich selber mal anhören. Dann werde ich mal sehen, wie die Soundqualität ist. Gut, Leute, das Ganze war es jetzt schon mit dem Video. Wenn euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich wahnsinnig über ein Like freuen. Und wenn ihr weiterhin auf diesem Kanal nichts verpassen wollt, könnt ihr natürlich auch abonnieren. Ich bin raus. Ciao, Leute. Kann man damit eigentlich ASMR machen? Hallo, Leute. Hallo. Okay, reicht.